möchtest deinen Schönheitsschlaf erreichen und hast vermutlich gerade noch nicht die optimale Schlafqualität. Vielleicht kriegst du sogar deine 8 Stunden Schlaf, fühlst dich aber am nächsten Tag komplett unausgeruht und möchtest in diesem Video die Antworten darauf finden, woran das liegen kann. Lass mich dir mal ganz kurz so die Worst-Case-Szenario-Situation ausmalen, wieso man eigentlich vielleicht den schlimmsten Schlaf seines Lebens hat, obwohl man lang genug schläft. Wenn dein Tag und vor allem dein Abend genau so aussieht, kann ich dir versprechen, dein Schönheitsschlaf wird niemals zustande kommen. Gehen wir mal davon aus, du hattest einen super anstrengenden Tag. Abends bestellst du dir eine Pizza, weil du hattest einfach keine Zeit zum Kochen. Danach gönnst du dir noch ein Bier, weil, boah, das Salz in der Pizza, das hat dich jetzt richtig durstig gemacht. Mit dem Laptop auf dem Schoß sitzt du im Bett und schläfst auch genau in der Position ein. Nachts wirst du ständig von den lauten Geräuschen deiner Nachbarn aufgeweckt. Nachts hast du super stressige Träume von deiner Arbeit und bist durchgehend am Schwitzen, weil es im Raum einfach viel zu heiß ist. Das ist so das ultimative Horrorszenario, wie dein Schlaf aussehen könnte. Da sind schon ganz viele Fehler drin, auf die ich jetzt gleich eingehen werde. Bevor wir starten, die Videokapitel findest du wie immer in der Beschreibung. Du kannst also zu dem Teil des Videos klicken, der dich gerade am meisten interessiert. In der Beschreibung sind auch meine ganzen Social Media Kanäle. Du findest mein Instagram, mein TikTok, meinen Podcast, wo diese Folge hier auch veröffentlicht wird. Also schau bei allen unbedingt mal vorbei. In diesem Video erfährst du nicht nur, was du hinsichtlich der Vorbereitung deines Schlafes besser machen kannst, sondern auch, was du grundsätzlich optimieren solltest, damit dich der Schlaf tatsächlich auch attraktiver aussehen lässt. Let's go! Kapitel Nummer 1, die Relevanz des Schönheitsschlafes. Warum ist Schlafen denn eigentlich so wichtig? Zunächst möchte ich erstmal den Mythos aufklären. Lange schlafen ist Luxus. Ich habe keine Zeit dafür. Bullshit. Habe ich mir selber so lange gesagt, bis ich irgendwann begriffen habe, Schlaf ist eine Notwendigkeit. Es ist kein Luxus, wenn du 8 Stunden schläfst. Wenn ich nicht meine optimale Schlaflänge bekomme, funktioniert bei mir gar nichts am nächsten Tag. Ich bin deutlich gereizter, ich habe Konzentrationsprobleme, meine kognitiven Fähigkeiten lassen nach, ich kann weniger gut sprechen, tatsächlich meine Kommunikationsfähigkeiten lassen nach und meistens struggle ich auch sehr damit, die gleiche Leistung beim Sport und vor allem auch meine Disziplin in der Ernährung einzuhalten. Viele sagen ja, du kannst schlafen, wenn du tot bist. Ich sag dir, wenn du weniger schläfst, wirst du früher tot sein und dann, ja, dann kannst du für immer schlafen. Aber ich denke mal, du willst dank chronischen Schlafdefizits über dein Leben lang nicht 10 Jahre früher sterben, oder? Das ist nämlich nur eine Konsequenz davon, wenn du dein ganzes Leben lang über Schlafmangel erleidest. Weitere Konsequenz ist, du wirst vermutlich früher krank, weil während des Schlafes dein Immunsystem gestärkt wird. Drittens, du bist über den Tag hinweg gestresster, deine Lebensqualität nimmt ab. Vor allem das Risiko, dass du später Demenz erleidest, steigt stark an, weil während der Nacht sich deine Gedächtnisprozesse und Erinnerungen vertiefen. Bedeutet, du wachst am nächsten Tag tatsächlich schlauer auf, wenn du richtig geschlafen hast. Und schlussendlich kann es sogar sein, dass du deine Fitnessziele nicht erreichst, Gewicht zunimmst, weil wenn wir schlechter geschlafen haben, haben Studien ergeben, nehmen wir am Tag zum Teil sogar 400 Kalorien mehr mit unserem Essen zu, weil wir mehr Hunger haben, auch fauler sind, demnach also weniger Sport treiben. Außerdem finden nachts ganz wichtige Regenerationsprozesse statt, zum Beispiel hinsichtlich deiner Muskeln, die sich nachts wieder erholen von einem anstrengenden Workout. Die Muskelzellen reparieren sich und deine Muskeln können wachsen. Deine Hautzellen erneuern sich und es finden ganz wichtige Verdauungs- und Hormonregulationsprozesse statt. Das ist auch die Erklärung dafür, dass du manchmal mit blasser und eingefallener Haut aufwachst, wir wortwörtlich müde Gesicht haben, weil unser Körper nicht die Erholung bekommen hat, die er nachts brauchte. Schlussendlich hat der Schlaf auch einen ganz wichtigen emotionalen Faktor, weil du nachts eben Erlebnisse und Erfahrungen verarbeitest. So viel erstmal zu den Fakten, was Schlaf betrifft. Kommen wir jetzt zu Kapitel Nummer 2, die Vorbereitung, wie du den besten Schlaf deines Lebens erreichst. Sowohl die No-Gos als auch die Must-Haves, auf die du achten solltest. Um deinen maximalen Schönheitsschlaf zu erreichen, ist es ganz wichtig, dass du abends es vermeiden solltest, nicht mehr zu hart zu trainieren. Am besten machst du dein Workout einfach im ersten Teil des Tages, weil du abends sonst deine Körpertemperatur hoch behältst. Wenn du nämlich abends nochmal eine Runde joggen gehst oder ein super anstrengendes High-Intensity-Workout machst, kann es sein, dass deine Körpertemperatur noch 2 Stunden nach dem Workout erhöht bleibt und du deswegen Schwierigkeiten hast, einzuschlafen. Deinem Körper fällt es nämlich viel einfacher, einzuschlafen, wenn er eine niedrige Körpertemperatur hat. Das erreichst du nur, indem du kurz vor dem Schlafengehen sowas wie Marathonläufe vermeidest. Oder einfach auch das, was deine Herz- und Pulsfrequenz insgesamt erhöht. Ist das nämlich der Fall, ist dein Körper unter Strom, da ist dieses Cortisol, was durch deinen Körper strömt und du bist einfach im Fight-or-Flight-Modus, was dir nochmal zusätzlich das Einschlafen weiter erschwert. Weil wir sind im Stresszustand und im Stresszustand können wir nicht so gut einschlafen. Nummer 2, kalt duschen solltest
solltest du dementsprechend vor dem Schlafengehen auch vermeiden. Das geht eigentlich damit einher, weil alles, was du deinem Körper antust, ist das Gegenteil, quasi kalt. Versucht er damit entgegenzusteuern, indem er die Körpertemperatur wieder hochfährt, um dich natürlich am Leben zu halten, um dir wieder Wärme zurückzugeben. Das tut dir also auch nicht gut vor dem Schlafengehen. Plus, auch das wird in deinem Körper wieder eine Stressreaktion auslösen. Nächstes No-Go für einen Schönheitsschlaf ist, dass du fettige Mahlzeiten vor dem Einschlafen isst. Alle fettreichen Mahlzeiten brauchen in deinem Magen extrem lange, um verdaut zu werden. Und deine Verdauung sollte nachts, so gut es geht, ruhen. Du wirst nämlich richtig Schwierigkeiten damit haben, durchzuschlafen, wenn dein Bauch in der Zwischenzeit noch mit der Verdauung beschäftigt ist. Und das wird es vor allem, wenn du da was Fettiges drin hast, wie einen Burger, meinetwegen auch eine Avocado. Snacken solltest du abends eigentlich grundsätzlich vermeiden, besonders kurz vor dem Schlafengehen. Ich weiß, man neigt dazu, man kriegt abends nochmal irgendwie Lust auf irgendwas Salziges oder was Süßes, aber lass es einfach sein, dir zuliebe und dem Schlaf zuliebe. Wenn du doch mal super krass Hunger verspürst, greif auf irgendwas Proteinreiches und Leichtes zurück. Nimm dir vielleicht einen Proteinshake, sowas wie Isoclear oder so, kann dir nochmal helfen, um den Hunger zu stillen und gleichzeitig natürlich auch die Regenerationsprozesse deiner Muskeln in der Nacht fördern. Hauptsache ist es leicht und nicht fettig. Nächster Punkt, vielleicht kennst du das, du hast kurz vor dem Schlafengehen einen richtig spannenden Film geschaut oder auch einfach nur die Nachrichten gesehen. Da war irgendwas Verstörendes, das beschäftigt dich dann während des Einschlafens und du hast logischerweise Probleme damit einzuschlafen. Womöglich denkt dein Kopf in der Nacht noch weiter daran. Verstörende Inhalte vor dem Schlafengehen anzuschauen ist einfach keine so schlaue Idee. Wenn du dir unbedingt was anschauen möchtest, mach irgendwas, was dich beruhigt, was dich zum Lachen bringt, dich einfach wirklich nicht so sehr stimuliert innerlich, dann wirst du damit keine Probleme haben. Grundsätzlich ist ein No-Go eigentlich auch, dass du kurz vor dem Schlafengehen noch sehr viel Screen Time hast, weil dieses Blue Light eben die Melatonin-Ausschüttung vermeidet in deinem Körper. Demnach, also am besten keine Serien schauen, vielleicht auch nicht mehr auf Social Media scrollen. Ich gebe es zu, ich bin nicht perfekt und mir passiert das auch öfters, dass ich noch am Handy bin, kurz vor dem Schlafengehen oder zum Teil mir was anschaue. Aber ich versuche es einfach so gut es geht zu vermeiden. No-Go eigentlich auch, dass du mit diesen elektrischen Geräten in deinem Zimmer schläfst, weil erstens ist das ungesund. Diese ganzen elektrischen Geräte haben alle Strahlen, die auf deinen Körper einwirken können. Man hat viele Studien jetzt schon eingeleitet, die wirklich gesundheitsschädliche Konsequenzen zeigen, was elektrische Geräte in deinem Raum betrifft und allgemein diese Strahlung, die den ganzen Tag auf deinen Körper davon ausgeht. Und das Zweite ist natürlich, du hast vielleicht Mitteilungen, die in der Nacht aufpoppen oder irgendwie Leute, die dich anrufen. Und wenn das passiert, dann ist dein ganzer Schlaf im Keller. Nächstes No-Go für deinen Schönheitsschlaf ist, kurz vor deinem Einschlafen noch sehr viel Wasser zu trinken. Warum? Weil du musst nachts auf Toilette rennen. Und dann geht das los, dass man nachts in seinem Kopf anfängt zu denken, soll ich jetzt aufs Klo gehen? Soll ich nicht aufs Klo gehen? Es ist so nervig. Deswegen versuche ich es mittlerweile so einzuschränken, auch dann abends noch sehr viel Wasser zu trinken. Meine Empfehlung, eine Stunde vor dem Schlafengehen, lass es einfach sein. Ich liebe Kaffee, du vielleicht auch. Wir haben nur das Problem, dass Koffein eine ziemlich lange Zeit braucht, um abgebaut zu werden. Deswegen ist das nächste No-Go, dass du nach 13 Uhr noch Kaffee trinkst. Koffein kann bis zu 10 Stunden im Körper bleiben. Ich gehe um 9 Uhr schon schlafen. Jetzt lass uns mal die Mathematik machen. Wenn ich um 16 Uhr noch Wasser trinke, ist das Koffein bis 2 Uhr nachts noch in meinem Körper und ich werde diesen Tiefschlaf wahrscheinlich nicht so gut erreichen, geschweige denn gut einschlafen können. Genauso wie du deine Koffeinzufuhr auf 13 Uhr beschränken solltest, gilt das Gleiche auch für Naps. Ich liebe Naps machen. Manchmal habe ich das Bedürfnis danach, dass ich einfach sage, ich brauche jetzt gerade 20, 30 Minuten und muss mich kurz hinlegen. Aber ich versuche das ab 14 Uhr sein zu lassen. Naps nachmittags zu halten ist ein weiteres No-Go, was nämlich deine ganze biologische Uhr auseinanderbringen kann, wenn du den Nap zu spät machst. Du wirst dann auch hier wieder Einschlafprobleme haben, weil dein Körper nicht richtig verstanden hat, wann ist denn jetzt eigentlich meine Schlafensgehzeit. Für Naps gilt bis 14 Uhr, nicht nachmittags und maximal 25 bis 30 Minuten. Dann solltest du keine Auswirkungen auf deinen Schlaf erleben. Kommen wir zu den Must-Haves, also all die ganzen Tipps, die du umsetzen kannst, damit du den besten Schönheitsschlaf deines Lebens hast und wirklich am nächsten Tag vollkommen ausgeruht bist. Nummer 1, identifiziere erstmal die Länge an Schlaf, die du brauchst. Wir müssen erstmal für uns selber herausfinden, was ist denn eigentlich die optimale Schlaflänge? Denn die Vorgabe, die klassische für Erwachsene, hört man ja immer als 8 Stunden. Vielleicht brauchst du mehr, vielleicht brauchst du weniger. Die Orientierung ist ja nur grob gehalten. Das ist die durchschnittliche Schlaflänge. Aus ganz vielen Studien hat man da mal diesen Wert draus festgehalten. Aber wenn du sehr viel Sport treibst oder dir auch von deinem Job sehr viele kognitive Fähigkeiten abverlangt werden, braucht dein Körper einfach vielleicht zusätzlich mehr Ruhe. Du wirst auch erleben, dass du in unterschiedlichen Lebenssituationen, vielleicht wenn du schwanger bist oder wenn du auch im Urlaub bist oder so, unterschiedliche Längen an Schlaf brauchst oder auch im Winter oder im Sommer da Unterschiede sein können. Gute Zeit
Zeichen, dass du wahrscheinlich zu wenig schläfst, sind beispielsweise, dass du im Auto oft einschläfst oder in Situationen, wo es ruhiger wird, wie wenn du dir abends noch eine Serie anschaust. Wenn du dort dann meistens die ersten Anzeichen von Müdigkeit verspürst oder dir die Augen zufallen, dann ist das ein ganz klares Zeichen, dass du wahrscheinlich Schlafmangel hast. Den Fehler, den ich auch sehr lange gemacht habe, ist nicht einzuplanen, dass ich auch einen Moment brauche, um einzuschlafen. Das solltest du immer mit einkalkulieren, also so einen Puffer lassen. Bei mir sind das so zwischen 10, 15 Minuten, die ich meistens brauche. Und da sicherzustellen, dass du schon im Bett liegst, ist einfach Priorität. Es gibt eine sogenannte 3-Schritte-Regel, mit der du eigentlich nichts mehr falsch machen kannst. Es ist ganz einfach, dir das zu merken. 3 Stunden vor dem Schlafengehen solltest du aufhören zu essen, damit du deiner Verdauung einfach Ruhe gönnst. Hatten wir ja gerade schon besprochen. 2 Stunden vor dem Schlafengehen solltest du mit der Arbeit aufhören, damit dein Körper auch Zeit hat, abzuschalten, du dich ordentlich entspannen kannst und in den richtigen Modus für den Schlaf kommst. 1 Stunde vor dem Schlafengehen solltest du dich dann nicht mehr so viel mit elektrischen Geräten auseinandersetzen und dich mit diesem Blue Light konfrontieren, denn darüber hatten wir ja auch gesprochen, das kann auch wesentlich deinen Schlaf beeinträchtigen. Thema Melatonin. Melatonin ist ja ein Hormon, das einen ganz starken Einfluss auf unsere innere Uhr hat, also auf unseren Schlaf-Wach-Zyklus und dementsprechend auch beeinflusst, wie schnell du einschläfst. Ein klitzekleiner Gamechanger kann es sein, wenn du beim Abendessen auf besonders melatoninreiches Essen zurückgreifst. Das sind Kirschen, Ananas, Pistazien, Spinat, Orangen, Cranberries, Walnüsse, Hafer und Pilzarten. Es gibt bestimmt noch ganz viele weitere, aber das sind erstmal ein paar gute Vorschläge für dich. Nächster Must-Have für den Schönheitsschlaf: lüfte den Raum. Also mach wirklich mal ganz groß das Fenster auf, bevor du schlafen gehst. Im Optimalfall darfst du vielleicht sogar mit offenem Fenster, was ich sehr gerne mache. In deinen Raum kommt frische Luft und Sauerstoff und der Raum wird höchstwahrscheinlich auch kühler. Das ist ganz wichtig, denn erstens brauchst du während der Nacht auch eine sehr gute Sauerstoffversorgung, denn dein Körper lebt ja unter anderem von Sauerstoff und viele schlafen einfach nachts mit viel zu viel Kohlenstoffdioxid im Raum. Zweitens, dein Körper braucht eine kühle Raumtemperatur, um schneller einzuschlafen, denn deine eigene Körpertemperatur wird runterfahren. Optimal so zwischen 15 und 20 Grad. Kurz vor dem Schlafengehen, mach dein Zimmer dunkel. Nutze dunkle Gardinen und schalte vor allem das grelle Licht aus. Wenn du Licht brauchst, nutze nur noch gedämmtes Licht, alles andere wird deinen Einschlafprozess wieder beeinträchtigen. Schaff einfach die richtige Atmosphäre vor dem Schlafengehen. Wie schläfst du optimalerweise immer ein? Wie muss dein Raum aussehen? Könntest du vielleicht mit einem bestimmten Duft in deinem Raum arbeiten? Ätherische Öle sind sehr gut für die Entspannung, dass du abends nochmal alles aufräumst. Bei mir ist es zum Beispiel Tradition, dass ich immer meine Küche aufgeräumt haben will, bevor ich einschlafe, dass mein Schreibtisch ordentlich ist und alle Sachen bereits vorbereitet sind für den nächsten Tag. All das sind so Signale, die mir direkt vermitteln, es wird so langsam Zeit, der Tag nähert sich dem Ende und du gehst gleich ins Bett. Mir hat es auch extrem geholfen, dass ich eine To-Do-Liste schreibe für den nächsten Tag. Das macht mich nicht nur produktiver. Ich habe ja ganz viele Produktivitätsfolgen hier schon veröffentlicht auf dem Podcast. Ich verlinke euch hier mal einige. Dann könnt ihr euch die anschauen. Aufschreiben der To-Dos für den nächsten Tag hilft mir einfach auch, dass ich meinen Kopf frei kriege und nicht nachts irgendwie noch denke, was mache ich denn morgen? Was ist denn morgens überhaupt wichtig? Denn das habe ich alles einfach schon gerade festgelegt und weiß morgens direkt, mit was ich in den Tag starten muss. Absolutes Must-Have ist meiner Meinung nach, dass du ein festes Abendritual hast. Das bedeutet, Leute, du hast eine Self-Care-Routine. Abends ist meine Self-Care-Time. Den ganzen Tag über habe ich für andere Menschen mich eingesetzt. Ich habe für mich gehasselt oder für meine Ziele hin. Ich war für andere Leute da. Jetzt ist Zeit, dass ich mir selber zurückgebe. Das kann eine warme Dusche sein. Ein entspannter Spaziergang. Gua Sha, Stretching, Meditation, Journaling. Besonders sowas wie Spazierengehen, Journaling oder Meditation kann ich dir sehr gut empfehlen, weil du damit deinen Kopf wirklich frei bekommst. Du kannst auch dich von den ganzen wilden Gedanken lösen, die du vielleicht über den Tag angesammelt hast und schläfst wirklich ohne Sorgen im Herzen ein. Statt einer Serie kannst du auch mal wieder ausprobieren, ein Buch zu lesen, weil besonders das Lesen, dieses sich einzelne Wörter anzuschauen, ist etwas wesentlich schönigeres, als sich eine spannende Serie anzuschauen und hilft dir einfach nochmal, vor allem wenn es dann ein positives Buch ist, deine Gedanken irgendwie ja, auf die richtigen Ideen zu bringen. Auch hier gab es wieder etliche Studien, die haben gezeigt, wenn wir lesen, werden wir schneller müde. Ich kenne das von mir selber. Ich lese manchmal 10, 15 Minuten und merke dann schon, vor allem dann, wenn es auf die Bettgehzeit zugeht, dass ich einfach jetzt in Stimmung bin, um einzuschlafen. Kurz vor dem Schlafengehen habe ich es mir jetzt als Ritual gemacht, dass ich erstens mir meine Ziele visualisiere. Ich denke ganz groß, ja, ich stelle mir vor, in welchen Räumen werde ich rumlaufen, was für Titel werde ich gewinnen. Ich denke an meine nächsten Projekte und wie grandios die verlaufen. Ich habe wirklich Bilder im Kopf und matche das mit Gefühlen, mit Erlebnissen. Ich fühle das richtig. Und das hilft mir, dass mein Unterbewusstsein über Nacht weiter an Lösungen und Ideen arbeitet, wie ich diese Ziele tatsächlich in Realität umsetze. Musst du unbedingt probieren.
Und Nummer zwei, ich denke an den nächsten Morgen und wie excited ich schon bin, aufzustehen. Weil anstatt morgens den Tag wirklich schon zu fürchten und nur mit Sorgen und schrecklichen Gedanken aufzuwachen, ist einfach nicht die Lösung. Du kannst dich programmieren, morgens stattdessen mit Vorfreude, mit Aufregung aufzuwachen, wie als Kind, wo du in den Urlaub gefahren bist. Das Gefühl, was du kurz vor dem Einschlafen hast, wirst du nämlich höchstwahrscheinlich auch bei dem Aufstehen haben. Hattest du also einen anstrengenden Tag, vielleicht bist du auch zu spät ins Bett gegangen und weißt, oh, jetzt schlafe ich nur noch 6 Stunden, dann denk nicht daran. Denk stattdessen voller Dankbarkeit mal daran, dass du den nächsten Tag nutzen darfst, um deinem Traumleben näher zu kommen. Wichtig ist, dass du dieses Abendritual so gut es geht in jeder Situation beibehältst. Ob du auf Reisen bist, ob jemand bei dir zu Besuch ist. Halte dich daran, das ist so wichtig, weil dein Körper gewöhnt sich an ähnliche Prozesse und wenn du ihm einmal beigebracht hast, so und so und so sehen die Schritte aus, bevor ich schlafen gehe, dann wird er auch schneller einschlafen und vor allem auch in den Tiefschlaf kommen, weil alles ist ja wie gewohnt. Ich habe das auch jetzt letztens noch in einem Podcast gehört, besonders dann, wenn du reist, kann es helfen, dass du dir vielleicht auch Gegenstände mitnimmst, die dir beim Schlafen helfen, wenn das eine Schlafmaske ist oder wenn das immer eine bestimmte Schlafmeditation ist, die du hörst, ist übrigens auch ein guter Tipp, dass du das genauso beibehältst wie zu Hause auch, denn wenn dein Gehirn erkennt, es ist alles wie gewohnt, die Umgebung ist nicht gefährlich, das ist ja auch wieder so ein Mechanismus aus unserer Vergangenheit, dann wirst du wahrscheinlich auch unterwegs keine Schlafprobleme mehr haben. Allgemein ist es ein Vorteil, wenn du dich ungefähr jeden Tag an dieselbe Routine hältst, wann du isst, wann du Sport machst, wann du wie viel trinkst. Sobald irgendwas von diesen ganzen Komponenten richtig aus den Fugen gerät, glaub mir, wird dein Schlaf auch aus den Fugen kommen. Jetzt kommen ganz kurz noch ein paar Must-Haves, wenn du mit dem Einschlafen struggles. Das erste, was dir helfen kann, sind eintönige Geräusche. Das kann sein, dass du vielleicht Naturgeräusche hörst oder auch eine Guided Meditation, bevor du einschläfst. Ich besonders liebe es, wenn ich Stimmen in meinem Ohr habe, die irgendwie sehr ruhig und monoton kommen. Ich habe eine bestimmte Meditation, die auch in die Richtung Manifestation geht. Die blende ich euch hier mal ein, die ich gerne nutze. Damit schaffe ich es auch, dass meine Gedanken während des Schlafes auf einer höheren Frequenz bleiben. Ob das jetzt wirklich alles so passiert, keine Ahnung, aber das verspricht die Meditation auf jeden Fall. Und deswegen habe ich mir das jetzt auch einfach mal so eingeredet. Nummer zwei, Magnesium ist ein Go-To-Supplement, besonders auch für das Einschlafen, aber auch grundsätzlich für deine Schlafqualität. Es hilft dir, die Muskeln zu entspannen, dein Nervensystem zu beruhigen und ist auch ein wichtiger Faktor für die Hormonregulation, also auch bei Frauen ein ganz wichtiges Supplement. Nummer drei, mach dich nicht verrückt. Jetzt sagst du wahrscheinlich, ja Sophia, das ist einfacher gesagt als getan, weil ich kenne das ganz genau. Man hat diesen Teufelskreis, der in seinem Kopf losgeht, wenn man die Stunden zählt, die einem noch zum Schlafen gehen bleiben und man fragt sich wieder, wie man den nächsten Tag überhaupt meistern soll. Aber glaub mir, diese Gedanken sind unproduktiv. Wenn du merkst, du kannst nicht einschlafen, dann verlass vielleicht erstmal kurz dein Bett, mach was anderes, gönn es dir nochmal 10 Minuten was zu lesen oder ein bisschen zu journalen, diese Gedanken auch runterzuschreiben und versuch es dann nochmal, aber stress dich nicht so sehr. Am Ende ist es nämlich dein Mindset, mit dem du dir den größten Stein in den Weg legst. Wenn du konstant dir Sorgen machst, dann werden diese ganzen chemischen Signale auf deinen Körper auch natürlich weitergeleitet und es wird dir zunehmend schlechter gehen. Du wirst dich wahrscheinlich reinsteigern. Also versuche stattdessen jeden Gedanken, der irgendwie unproduktiv ist, aus dem Weg zu räumen und dich von diesem ganzen Aberglauben, wie viel Schlaf du jetzt brauchst und muss und sollte, dich davon einfach mal ganz kurz distanzierst. Umso mehr Druck du dir machst, umso schwieriger wird es nämlich einzuschlafen. Letzte Technik, leg für 30, 60 Sekunden mal die Füße hoch. Das ist eine Technik, die aus dem Militär kommt und den Soldaten, wenn sie im Einsatz sind, hilft, in Sekunden schneller einzuschlafen. Wenn dir die Tipps bis zu diesem Punkt irgendwie weitergeholfen haben, wenn du irgendeinen Mehrwert aus dieser Podcast-Folge ziehen könntest, würde es mir so weiterhelfen, wenn du diesem Podcast eine Bewertung hinterlässt oder wenn du das Ganze hier auf meinem YouTube-Kanal schaust, diesem Video ein Like gibst. Das ist der effektivste Weg, wie ich hier mehr Menschen erreichen kann. Du gibst mir damit so unfassbar viel zurück. Im Gegenzug verspreche ich dir, dass ich jeden Tag daran arbeiten werde, den Content hier noch besser zu machen, um dir zu helfen, dein ultimatives Glow-Up zu erreichen. Kommen wir nun zu den Beauty-Hacks, denn das hier ist ja nicht umsonst der ultimative Guide für deinen Schönheitsschlaf und da dürfen Beauty-Hacks auf gar keinen Fall fehlen. Das erste sollte selbstverständlich sein, Make-up entfernen. Ich glaube, das ist mir bisher nur ein oder zweimal in meinem Leben aus Versehen passiert, dass ich mit Make-up eingeschlafen bin. Niemals wieder. Danach wachst du wahrscheinlich mit verschmierter Wimperntusche auf und deine Haut ist massivst am Leiden. Insgesamt einfach scheiße, vor allem dann, wenn du Unreinheiten vermeiden möchtest, weil ja deine Poren über Nacht verstopft bleiben und über Nacht die wichtigsten Haut
Haut Regenerationsprozesse stattfinden, wie wir ja schon deutlich besprochen hatten. Skincare ist abends sogar noch wichtiger als morgens, einfach weil du ja über den Tag hinweg durch die ganzen Umwelteinflüsse sehr viel Schmutz und Talg auf der Haut ansammelst, was alles runter sollte. Bodylotion trage ich auch sehr gerne vor dem Schlafengehen auf, weil ich einfach das Gefühl habe, über Nacht hinweg zieht das mit der Feuchtigkeit nochmal besser in die Haut ein. Insgesamt haben wir ja gesagt, die Reparaturprozesse sind in der Nacht am wichtigsten. Wenn du Bräunungsteint benutzt, ich mache das manchmal gerne für mein Gesicht, besonders jetzt im Winter, wo wir alle blass sind wie sonst was, kann es auch helfen, wenn du das kurz vor dem Schlafengehen machst, denn nachts bräunt die Haut deutlich besser als tagsüber. Ein ganz großer Fehler, den ich lange gemacht habe, ist, dass ich vor dem Schlafengehen mir meistens einfach nur die Haare gebürstet habe und dann so ins Bett gegangen bin. Seitdem ich aber erfahren habe, dass deine Haare nachts in Kontakt mit dem Kissen ja sehr viel durcheinander gerubbelt werden und dadurch dann auch die Spitzen und die Haarstrukturen beschädigt werden können, mache ich meine Haare vor dem Schlafengehen immer in einem geflochtenen Zopf zusammen oder stecke sie mir irgendwie hoch, damit einfach so wenig wie möglich irgendwie an Spliss oder anderen Haarschäden entstehen. Dann solltest du deine Kissenbezüge regelmäßig waschen oder auswechseln, weil sich über die Zeit darauf Bakterien ansammeln, die sich auch wieder auf die Haut übertragen und dann wiederum zu Unreinheiten führen können. Wenn du mitgekriegt hast, dass sich viele nachts sogar den Mund zukleben, kann ich dir genau die Erklärung dafür geben. Wenn wir anfangen, durch den Mund zu atmen nachts und viele schnarchen ja sogar, ist das extrem gesundheitsschädlich und tatsächlich hat es auch einen enormen Einfluss darauf, wie du aussiehst, auf deine Gesichtsstruktur. Andrew Huberman hat dazu selber ein paar Podcast-Folgen erstellt, wo er tatsächlich gezeigt hat, wie Menschen aussehen, die viel durch ihre Nase und viel durch ihren Mund einatmen und dass die gesamte Knochen- und Gesichtsstruktur beeinflussen kann. Also wenn du grundsätzlich dein Risiko für Lungenkrankheiten und allgemein Erkrankungen gering halten möchtest, nachts einfach dafür sorgen willst, dass dein Gesicht attraktiver wird, dann atme durch die Nase. Kleb dir den Mund zu, wenn du mit Schnarchen strugglest, das wird alles verändern. Wie du nachts schlafen solltest, um optimal deinen Schönheitsschlaf zu bekommen, ist tatsächlich auf dem Rücken oder auf der Seite. Optimal ist auf dem Rücken. Ich selber bin aber ein Seitenschläfer. Ich habe schon probiert. Auf dem Rücken klappt es bei mir leider nicht so gut. Der Grund dafür ist aber, dass natürlich deine Gesichtssymmetrien leiden können, wenn du auf der einen oder auf der anderen Seite vermehrt schläfst. Auch hierzu gab es einige Studien. Was du aber auf gar keinen Fall machen solltest, ist, dass du nachts auf dem Bauch schläfst, denn dadurch wird erstens natürlich noch weiter die Gesichtsasymmetrie gefördert. Zweitens, deine Organe werden natürlich eingequetscht und nicht so gut durchblutet, was insgesamt einfach überhaupt nicht gut ist. Am Ende kann diese Schlafposition auf dem Bauch zu liegen auch wieder deine Atmung beeinträchtigen, weil nicht genügend Luft in deinen Brustkorb reinkommt, der ja auch wieder durch dein eigenes Körpergewicht zusammengedrückt wird und dass Atmung während der Nacht sehr wichtig ist und auch eine wichtige Sauerstoffversorgung, darüber hatten wir ja gerade schon gesprochen. Damit du optimal durchschläfst, solltest du natürlich alle lauten und störenden Geräusche nachts so gut es geht einschränken, weil glaub mir, auch das kann dich richtig aus dem Tiefschlaf rausholen. Hierfür hol dir Ohrenstöpsel, wenn du irgendwie laute Nachbarn hast oder wenn du mit Fenster offen schläfst und du hörst den Verkehr. Wenn dich das nicht stört, alright, aber jede Form der Geräusche tatsächlich beeinflusst unseren Schlaf und sollten wir einfach so gut es geht vermeiden. Gleiches gilt auch für die Helligkeit. Ist es aus irgendeinem Grund nicht möglich, dass du irgendwie dein Zimmer komplett abdunkelst oder gibt es Lichter von draußen, kann dir eine Schlafmaske noch zusätzlich helfen. Kommen wir zum letzten Kapitel. Weitere allgemeinere Tipps, die dir zum optimalen Schönheitsschlaf verhelfen. Das erste ist, behandle dein Bett wie eine heilige Zone, wo du nichts anderes tust, außer im Optimalfall zu schlafen. Alle anderen Aktivitäten, arbeiten, Serien schauen, am Handy sein, tust nicht im Bett, denn so trainierst du deinen Körper an, dass das Bett auch nur zum Schlafen da ist und er wird mit dem Bett auch sofort das Einschlafen assoziieren, sodass dir das auch wieder leichter fällt. Nummer 2, halte dich an eine feste Schlafroutine. Auch hier habe ich wieder eine Podcast-Folge von The Diary of a CEO geschaut, in der Kristen Holmes befragt wurde. Die arbeitet bei Whoop und hat sich mit ganz vielen Athleten über die letzten Jahre auseinandergesetzt und hat ganz klar festgestellt, eine feste Schlafroutine zu haben, ist das A und O. Dein Körper hat ja diese innere Uhr, diese innere biologische Uhr, auf die wir gerade schon mal eingegangen sind und merkt sich ganz genau, wann du normalerweise einschläfst und im Optimalfall auch aufstehst, sodass er besser trennen kann zwischen Wach- und Schlafzeit, du besser in den Tiefschlaf kommst und im Optimalfall morgens wacher bist denn je, weil dein Körper schon wie programmiert eigentlich mit der Cortisol-Ausschüttung beginnt. Weiterer Lifehack, den ich auch ehrlich gesagt ziemlich gut finde, knock dich während des Tages richtig aus. Sei es mit deiner Arbeit oder sei es mit Sport. Mein Motto ist, ich gebe in allen Bereichen 100%. Sowohl mit der Regeneration, mit dem Schlaf, als auch in meiner Aktivzeit, ja, wo ich arbeite, wo ich Sport mache, da gebe ich auch 100%. Dein Körper muss über den Tag wirklich richtig ausgepowert werden, damit der abends auch müde genug ist, um einzuschlafen. Hast du den ganzen Tag nur faul im Bett verbracht, hast
hast du vielleicht sogar länger geschlafen als notwendig, dann wirst du vermutlich abends auch nicht die gleiche Müdigkeit verspüren. Nächster Tipp, und das wurde auch vielfach in Studien bewiesen, tagsüber Sonnenlicht und Bewegung bekommen. Sonnenlicht ist auch hier wieder wichtig, weil die innere Uhr unterstützt wird, dadurch, dass du halt mit Vitamin D in Kontakt kommst und auch der Körper hier wieder weiß, ach so, es ist tags, also es ist nicht nachts und ich muss jetzt nicht schlafen. Und Bewegung, wie gerade schon angesprochen, ein essentieller Teil dafür ist, damit dein Körper ordentlich ausgepowert wird. Vor allem, wenn wir bedenken, damals in der Steinzeit sind wir am Tag vielleicht 40 Kilometer oder so gelaufen und verbringen heutzutage unseren Alltag meistens einfach nur am Schreibtisch vor dem Laptop, was komplett gar nicht unserem natürlichen Habitat entspricht. Demnach 20 bis 30 Minuten Workout, ich mache ja meistens sogar mehr, ist der absolute Schlüssel für bombenmäßigen Schlaf. Dann gibt es nämlich noch einen weiteren Lifehack, nämlich, dass du dich an den Schlafzyklen orientierst. Unser Körper durchläuft während der Nacht verschiedene Schlafzyklen, die immer in einen 90-Minuten-Takt erfolgen. Nach diesen 90 Minuten bist du kurz wieder wach. Innerhalb dieser 90 Minuten bist du richtig tief fest am Schlafen. Wenn du deine Schlafenszeit so mit dem Schlafzyklus übereinstimmst, dass du nach 90 Minuten, nach einem 90-Minuten-Schlafzyklus wieder aufwachst, dann wirst du wahrscheinlich sehr wach sein und dich überhaupt nicht müde fühlen morgens. Das bedeutet gar nicht unbedingt 8 Stunden zu schlafen, sondern nur 7,5 oder nicht 8 Stunden, sondern 9 Stunden. 5 bis 6 Mal diese Schlafzyklen zu durchlaufen und nach diesem letzten Schlafzyklus, nach diesen letzten 90 Minuten dann aufzuwachen. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem ultimativen Schönheitsguide wichtige Tipps mitgeben, wie du deinen Schlaf verbesserst. Wenn du dieses Jahr dein Glow-Up erreichen möchtest und das nicht nur alleine, sondern mit ganz vielen weiteren ambitionierten Frauen, dafür wirklich die Step-by-Step-Anleitung suchst, innerlich und äußerlich einfach die attraktivste Version von dir selber zu werden, check unbedingt meine Glow-Up-Community aus. Der Link ist in der Beschreibung. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich freue mich auf dich. Bis dahin. Ciao, ciao.